Ob Wareneinlagerung in engen Gängen oder das Beladen von Lkw mit Containern. Stapler, sogenannte Flurförderzeuge, gibt es in den unterschiedlichsten Größen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Nur, welche Anforderungen müssen eigentlich erfüllt sein, um auf einem Firmengelände mit einem Stapler fahren zu dürfen? Um mit einem Stapler auf einem Firmengelände fahren zu dürfen, müssen vier Bedingungen erfüllt sein. Erstens, Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Zweitens, Sie benötigen einen Staplerfahrausweis, den sogenannten Staplerschein. Und drittens, nun dürfen Sie immer noch nicht auf dem Werksgelände fahren. Sie benötigen nämlich noch eine eigene Fahrbewilligung der Firma. Und viertens, eine betriebsinterne Unterweisung. Sehen wir uns diese vier Punkte im Detail an. Erstens, grundsätzlich müssen Sie wirklich 18 Jahre alt sein. Eine Ausnahme bilden jedoch Lehrlinge des Berufsbetriebs Logistikkaufmann. Diese dürfen bereits ab dem 17. Lebensjahr den Staplerschein erwerben. Da der Einsatz vor dem 18. Lebensjahr jedoch mit sehr vielen Vorlagen und Bedingungen verknüpft ist, sowie eine eigene Ausnahmegenehmigung seitens der Unternehmen beantragt werden muss, wird dies in der Praxis eher selten angewendet. Zweitens, die Ausbildung zum Staplerfahrer richtet sich nach den unterschiedlichsten gesetzlichen Bestimmungen und Vorgaben. Das Arbeitnehmerschutzgesetz, die Straßenverkehrsordnung, die Kennzeichnungsverordnung, Fachkenntnisnachweisverordnung, Arbeitsmittelverordnung, Kraftfahrgesetz sowie diverse Beschäftigungsverbote für Jugendliche. Drittens, dies ist eine Art firmeninterner Staplerschein und ist ebenfalls zwingend notwendig, um auf dem Werksgelände fahren zu dürfen. Dabei kann diese Fahrbewilligung seitens des Unternehmens jederzeit eingezogen werden. Viertens, Sie als zukünftiger Staplerfahrer sind auf besondere Verkehrsregelungen im Werksverkehr zu unterweisen. Außerdem müssen Sie auf alle vorhandenen Staplertypen eingeschult sowie auf jede firmeninterne Regelung und Vorschrift unterwiesen werden.